Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Fassstärke hier von der Insel Isla. Und zwar vom unabhängigen Abfüller Ian MacLeod mit dem Namen As We Get It. Also so wie wir es kriegen. Und genau das macht der unabhängige Abfüller Ian MacLeod. Der füllt den Inhalt der Fässer, so wie er ist, in die Flaschen ab. Natürlich grob gefiltert, dass sie da keinen Holzspan drin finden. Und mit 61 Volumenprozenten, relativ heftig, nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, relativ hell, gibt es den bei whisky.de im Shopsystem für 49,90 Euro. So, dann kommt immer die Frage auf, was ist das für eine Brennerei? Das ist immer ganz schwer zu sagen, weil ja, sie haben bei Ian MacLeod nicht das Recht dazu gekauft, diesen Whisky mit Namen zu nennen. War vermutlich für eine der Blended Whisky Ranges gedacht. Und jetzt hat man gesagt, okay, haben wir genug davon, füllen wir ab damit. Und jetzt wissen wir nicht, was es ist. Wir wissen ziemlich genau, dass die ganz berühmten Brennereien von Isla so viel Malt Whisky verkaufen, dass sie keine Fässer mehr abgeben. Und von Islas Südküste werden sie keine Flasche bekommen, vor allem nicht zu dem Preis. Kann ich mir nicht vorstellen. Bleiben also die anderen übrig, weiter aus dem Norden. Und da fallen sofort zwei Firmen ein oder zwei Brennereien ein, nämlich Kalila und Bunnahervan. Kalila hat ab dem Jahr 2006 oder 2007 wieder angefangen, Malt Whisky Fässer im Bulk an unabhängige Firmen zu verkaufen. Da haben sie wohl die Kapazität so hoch gefahren gehabt und Alternativbrennereien für ihre Blended Whiskys eingesetzt mit rauchigem Whisky, dass sie hier wieder Fässer nach draußen verkaufen konnten. So, und Kilchoman ist zu jung, die geben, glaube ich, da an der Stelle noch nichts ab. Ja, bleiben die übrig? Ich habe schon ganz lange Zeit keine Bowmore-Jungen mehr gesehen. Da gab es ja ums Jahr 2000, auch als die dann ihr Blended Whisky Business verkauften und dann nur noch sich auf Malt Whisky konzentrierten, gab es dann erstmal einen Überhang an Fässern, die dann zum Teil noch verkauft wurden, hat man bei anderen unabhängigen Abfüllern gesehen, aber die Zeiten sind meines persönlichen Wissens nun auch vorbei. So, was es ist, kriegen wir nur raus, wenn wir probieren und wenn er sich zuordnen lässt. Es kann ja so sein, die Whiskys reifen je nach Fass, oh ja, ziemlich rauchig. Je nach Fass reifen die ja unterschiedlich und dann kann es auf einmal sein, dass die nach ganz was anderem riechen, als das, wo es tatsächlich herstammt. Das heißt also, man kann nie mit hoher Wahrscheinlichkeit, nie mit Sicherheit sagen, man kann vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit rausfinden, was es denn sein könnte. Aber das ist genauso Kaffeesatzleserei. Das muss nicht stimmen. So. Ja, heftiger Rauch, intensiv und kräftig. Aber jetzt nicht ganz so stinkig, wie man das von manchen kennt, so mit diesem ganzen Desinfektionsmittel, Krankenhausgeruch und so. Nein, sondern hier ist eine gute Portion, ich sag mal so Freudenfeuer, Lagerfeuer mit dabei. Mit, sagen wir mal so, zwei Drittel und ein Drittel ist dieser phenolische Desinfektionsmittelgeruch. Ja, und dahinter kommt noch relativ wenig. Jetzt muss man aufpassen, 61 Volumenprozente, heftig, wenn ich davon was auf die Zunge nehme, zieht es mir das Wasser, weil der Alkohol Wasser anzieht, zieht es mir das Wasser aus den Geschmacksknospen aus der Zunge raus und ich schmecke nichts mehr. Das paralysiert die Zunge, 61% sollte man nicht machen. Zeigt einem aber auch, dass der Whisky vergleichsweise jung ist, weil er typischerweise mit 63,5 Volumenprozenten ins Fass geht und jetzt hat der erst 2,5% verloren. Das passiert dann schon in den ersten Jahren, wobei es hier um den Alkoholgehalt geht. Wenn man die Fassfüllung sich anschaut, geht weitaus mehr verloren, weil ja auch Wasser verdunstet während der Zeit, ne? Im Angel's Share. So, also jetzt gehen wir mal hier ein bisschen runter mit dem Alkoholgehalt. Mal aufpassen, dass wir nicht zu viel haben, sonst wird er so richtig wässrig und dann schmeckt er nicht. Dann würde ich nachfüllen, klar. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt. Man sieht das ein bisschen an diesen Tropfen, die am Glas runterlaufen. So zwischen 43% und 46% ist die Viskosität einer Alkohol-Wasser-Mischung am höchsten und läuft dann, dort zeigt besonders diese Spuren an der Wand,
Wenn man drüber liegt, dann ist der Whisky so ganz ja, unruhig im Glas. Und wenn er zwischen 43 und 46 liegt, dann wird er weicher. Man sieht es also an der Oberfläche. Ja, Rauch ist genauso da wie vorher. Und den Hauch von der Süße meine ich zu spüren. Aber der Rauch ist wirklich dominant. So, cheers. Ich hatte ihn zuerst in meinem englischen Take aufgenommen, dann hatte ich zu wenig Wasser drin. Jetzt habe ich richtig und da macht er richtig auf. Und wir haben eine Honigsüße, eine gewisse ja, Mandarinensüße damit drin und eine Öligkeit auf der Zunge, dass mir ganz spontan Kalila einfällt als Brennerei. Was nicht heißen soll, dass er daher stammt. Ich weiß es nicht und die dürfen das nicht sagen und tun das auch nicht. Aber das kommt mir vor wie Kalila. Wie eine junge Fassstärke Kalila. Bundaheven ist da ein bisschen ausdrucksstärker im Körper. Ein bisschen anders. Und im Abgang süßlich mit einer leichter Gewürznote im Abgang. Für einen Whisky, der vergleichsweise, das ist Fassstärke und ist trotzdem so hell. Das heißt, der war da nur kurze Zeit im Fass. Und trotzdem bringt er so eine schöne Gewürznote, die sich mit dieser Süße und der Öligkeit verbindet. Gefällt mir richtig gut. Ja, toll gemacht. Aber passen Sie auf, das muss für Ihre Flasche dann nicht das Gleiche sein oder dasselbe sein, weil das ist Fassstärke. Bedeutet, ein Fass, eine Serie an Flaschen in Fassstärke, vielleicht 250, 300 maximal. Also da ist es wahrscheinlich, dass Sie auch mal eine andere erwischen. Allerdings normalerweise, wenn man dorthin fährt und sich die Fässer füllen lässt, dann hat man so sehr vergleichbare Fässer, die gefüllt werden aus einer Charge beim Brennen. Brennen ist sehr konstant mittlerweile durch die ganzen Regelungen, die elektronischen Regelungen, die da passieren. Aber die reifen dann auch ziemlich vergleichbar, weil die auch nebeneinander an derselben Stelle dann beim unabhängigen Abfüller liegen. Also die Variationen sollten nicht zu groß sein. Also das sollte sich im Rahmen halten. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Thank you.